Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Darkest Dungeon. Ja, in der heutigen Folge werden wir ein paar Level 4 Helden nochmal auf Level 5 hochpushen. Dabei noch etwas Gold farmen. Die Truppe haben wir ja schon bereits zusammengestellt. Wir könnten mal kurz in die Gilde gehen und gucken, ob denen irgendwas fehlt. Irgendetwas Lebenswichtiges. Aber wobei, die ganzen Helden waren in der letzten Quest schon dabei. Das passt schon. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist... Wobei, dich können wir auch so auskurieren lassen. Du musst ja nicht mit. Ja, weg mit der Lethargie. Sehr schön. Gut, brechen wir auf. Die Truppe steht. Ein paar Gegenstände noch verteilen. Wobei nur noch an dich. Wo bist du? Dann platzieren wir die Teile hier irgendwo rein, damit wir sie verwenden können. Genau. Gut. Du nimmst mir jetzt dementsprechend die Mappe mit. Und natürlich noch deine Kerze. Oder brauchst du die gar nicht? Plus 1 Geschwindigkeit ist ja auch nicht schlecht. Wo ist die Kerze? Hier. Ja komm, nimm sie mit. Und du nimmst deine Gegenstände mit. Abwehr. Maximale Lebenskraft, Nahkampffähigkeiten und Lebenskraft, genau. Dann passt die Truppe ja eigentlich. Packen wir unsere Sachen. Nun gut, nun gut, nun gut. Eine ganze Menge Essen, ist ja eine sehr lange Quest. Die soll mir unterwegs nicht vom Fleisch fallen. Komm, wir nehmen alles Essen mit. Ein paar Schaufeln. Von mir aus auch etwas Gegengift. Ein paar Schlüssel. Fackeln. 2 Stacks genügen da hoffentlich. Ja, los geht's. Ah, da sind wir schon. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Und das Ganze beginnt sofort mit einem Kampfraum. Wunderbar. Guck gleich mal in den Rucksack. Damit kann man arbeiten. So, Licht hochpushen und rein mit uns. A blazing star is born. Oh, guck mal. Schieß mir mal bitte den da hinten weg. Hat leider nicht ganz gereicht. Oh, nö. Ich hasse diesen Kelch. Können wir ihn betäuben? Oder den? Betäub mir erstmal den da. Ja, komm, greif ihn an. Und du bist dran. Wie sollte es auch anders sein? Au. Gut. Und du zerteilst mir das da. Naja, 2 Hälften habe ich noch nicht, aber das kommt ja noch. Weg mit dir. Their formation is broken. Maintain the offensive. Au. Ein Glück, dass ich genug Essen eingepackt habe. Weg mit dir. Press this advantage. Give them no quarter. Ja, du könntest da vorne schon mal heilen. Nur für alle Fälle. Und du zerteilst weiterhin. Au! Hast du einen Schlag? Ja gut, der boshafte Schnitt bringt gegen dich nicht so viel. Aber das. Und das.
und du bist erledigt. Was kann ich an... die eine Schaufel kann weg. Hoffe ich. Naja, ein bisschen Gold. Warum denn nicht? Ja gut, da kommen wir jetzt sehr gut durch. Wurde bereits geplündert. Da kommt gleich eine Falle. Wie gut bist du im Fallen entschärfen? 70%. Probier's trotzdem. Sehr gut. Und weiter. Da kommt direkt die nächste Falle für dich. Wunderbar. Da müssen wir als nächstes deinen Stress ein bisschen reduzieren. Bücher ignoriere ich. Da bekommt man ja selten was Gutes. Und? Na komm, wir gehen den direktesten Weg. Ein paar Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Guck mal. Die sind vor uns dran, weil das Licht ein bisschen zu dunkel geworden ist. Au. Das hast du nicht umsonst gemacht. Ich hoffe, mir dreht hier keiner durch. Gut. Sehr gut. Du snipst den da. Reicht leider nicht ganz. Dafür zackstückelst du mir das da. Und es steht noch. Ach nö. Kannst du nicht mal was anderes machen? Weg mit dir. Confidence surges as the enemy crumbles. Und du? Den da. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Das Onyx würde ich gerne mitschleppen. Ja, aber was lassen wir hier? Das Citrin. So, Licht an. Ich glaube, die Dinger kann man auch mit einer Schaufel aufbrechen, oder? Ja. Gut, 1000 Gold. Lass es noch liegen. Wir werden jetzt eh bald rasten müssen. Nein. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Hau mir den da. Gut. Dich erledigen meine Fernkämpfer. Nämlich so. 13. Und 11. Das reicht. Autsch. Ja, ich werde in diesem Raum die erste Pause einlegen müssen. Langsam reicht's, Leute. Au! Au! Greifen wir beide an. Nicht ganz. Aber für dich sollte es reichen. Genau. Für dich könnte es nicht reichen. Hau ihn trotzdem. Und du, Sperrfeuer. Gut. Weg mit dir. $550 Gold, naja. Wir rasten erstmal. Genau, ein Festmahl, sehr schön. Jetzt müssen wir überall Stress reduzieren. Verhindert nächtliche Hinterhalte, aber nee, Stressreduktion ist wichtiger. Galgenhumor haut hin, sehr gut. 2 Punkte habe ich noch. Reduziere mal bei ihr den Stress. Gut. Behalte die Übung im Hinterkopf. Und wir werden es schaffen. Ja. Wir ruhen uns aus.
Ich kann meinen kräftigen Herzschlag spüren. Ja, wir sind die Flamme. Kann jemand von euch singen? Kein Hinterhalt, gut. Die Bandage nehme ich gerne an mich. Man weiß ja nicht, wenn man eine Bandage braucht. So, weiter. Ah, 100 Gold. Weißt du was? Schmeiß die Bandage weg. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Und rein da. Oh, schon wieder so ein Dicker. Und die sind alle überrascht. Sehr gut. Das wird uns zum Vorteil gereicht. 8 ist nicht so besonders. 11 auch nicht. Ja, schalt ihn aus. Nee, kannst du nicht. Ich hätte mich auf den Mittleren konzentrieren sollen. Und du zackst das da. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass die nicht kritisch treffen. Diese Skelettarmbrustschützen sind schon richtig gemein. Oh oh. Ja. Danke. Weg mit dir. Weg mit dir. Du könntest mal vielleicht ein bisschen heilen. Oh. Naja, Glück gehabt. Hätte schlimmer kommen können. Und dann wird hier weiter geviertelt. Und Pistolenschuss? Nee, stech ihn ab. Das macht definitiv mehr Schaden. Gut. Oh, Rubine. Was können wir wegschmeißen? 2 Fackeln. Und du gönnst dir mal das da. Göttlicher Beistand. Eine gute Heilung, sehr gut. So, was haben wir denn hier? Also wir müssen hier lang. Na dann, weiter. Ach nö. Unnötig. Oh oh. Kannst du mal bitte jemand anders abstechen? Ja. Oh, kriegen wir schon irgendwie platt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Au. Genau, weg mit dir. Du gönnst dir eine Bandage, davon haben wir ja 5 Millionen dabei. Und schlägst schon mal richtig kräftig zu. Wunderbar. Reicht nicht ganz? Reicht das? Sehr schön. Noch ein halber Bandit, der uns jetzt bestraft. Und wir bluten schon wieder. Für wie viel? 9. 9 ist doch eine ganze Menge. Ich hätte dich heilen sollen. Zu spät. Und weg mit dir. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Gut, was schmeißen wir weg? Gegengift haben wir bisher kaum gebraucht. Nee, schmeiß das hier weg. Das haben wir noch gar nicht gebraucht. Zitrin. Ja komm, wir müssen damit anfangen, es zu sammeln. Wir sind ja eigentlich nur wegen dem Gold hier. Wegen nichts anderem. Gold, sehr schön. Ja, die Fackel war jetzt ein bisschen unnötig. Und der nächste Kampf.
relativ leichter Kampf, wenn wir jetzt wirklich hart zuschlagen. So hart war das leider nicht. Das war umso härter. Mach den mal weg. So, und hoffentlich reicht das. Nicht ganz. Aber das sind auch die schwächeren Gegner. Trotzdem eine ganze Menge Schaden machen. Nun gut. Streuschuss erledigt den Rest. Sehr gut. Gold. Nochmal 3 Kämpfe. Wir sollten vielleicht doch so lang gehen. Oder wir machen erstmal eine Rast. Ja komm, wir rasten erstmal. Nochmal 8 Einheiten essen. Gut, Stress haben wir keinen mehr. Hinterhalte verhindern. Zeigst dir mal, wie man kämpft. Du gönnst dir noch das da. Und das war's dann vorerst. Ich hätte das hier noch nutzen sollen. Mit einem Punkt bekommst du es nicht mehr hin. Nun gut, ruhen wir uns aus. Wir sind zwar vom Chaos umgeben, aber ich komme schon damit zurecht. Ja. Ich fühle mich gesund. Zumindest heute. Wir können nichts daran ändern. Uns ist das Holz ausgegangen. Naja, mehr Holz werden wir auch nicht brauchen. Gut, holen wir uns die Kämpfe. Oh, putzig. Weg mit dir. Annihilated. Und weg mit dir. Wie putzig. Ja, danke für das Gold. Nochmal danke für das Gold. Und der nächste Kampf. So. Sehr schön. Und die sind vor uns dran. Nein. Und ihr habt das Gegengift weggeschmissen, oder? Ja. Weg mit dir. Naja, allzu viel Schaden bekommst du nicht. Mach platt. Nun gut, dann essen wir eine Kleinigkeit. Wir haben ja noch so viel Essen dabei. Und du kannst nichts mehr essen, oder? Nein. Na dann, weiter. Nächster Kampf. Das wird schon ein bisschen kniffliger. Aber es ist nicht unmöglich. So, erstmal Schaden auf alle drei. So, da hinten hat er seinen Zug bereits. Wobei, vielleicht sollten wir ihn deswegen trotzdem ausschalten. 9 bis 19. Probier. Gut. Einer weniger, der uns angreifen kann. Noch einer weniger, der uns angreifen kann. Und du snipest mir den da hinten. Nicht ganz. Oh nein. Das war eigentlich in Ordnung. Das finde ich jetzt nicht so gut, aber wir haben kaum Stress. Von daher akzeptabel. Wunderbar. Und du machst es auch nicht mehr lange da hinten. Sag ich doch. Weihwasser? Moment, kannst du es angrapschen? Eine ritterliche Aura, sehr gut. Ja doch. Nicht verkehrt. Immer noch mindestens ein Kampf, also 2. Gut. Sehr schön. Beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Naja, 3 Spinnen, die alle noch überrascht sind. Kein Problem. Fangen wir mit dir an. Be gone, Fiend.
Dann kommst du an die Reihe. Another abomination cleansed from our lands. Du heilst ein bisschen. Und du... Bitte was? Jetzt haben wir sogar noch Schaden bekommen. Und einen Gifthauch. Na super. Nur weil du nicht treffen kannst. Eieiei. Was stimmt mit dieser Spinne nicht? Ausweichen 24. Alles klar. Die Spinne macht uns fertig. Warum denn nicht gleich so? Ah, die Jade könnte man noch einpacken. Anstelle... Ja, davon. Sind zwar nur 250 Gold, aber hey. Das war noch Zeit, wo wir hinter den ganzen Erbstücken her waren. Ach, der Kampf kommt ja erst hier. Verstehe. Bücher, nein. Du, entschärfen. Sehr schön. Und letzte Fackel. Ach nö. Könnt ihr wenigstens so tun, als wärt ihr überrascht. Nicht ausweichen. Ist doch gemein. Ja, jetzt wärst du down, wärst du vorher nicht ausgewichen. Jetzt kassieren wir unnötigen Stressschaden. Weg mit dir. Nein, du überlebst es. Ekelhaft. Au. Ja, ja, ein bisschen Schaden ist in Ordnung. Der Mann macht so richtig Schaden. Indem man richtig zuschlägt. Leute, versucht mal auszuweichen oder sowas in der Art. Das würde euch nicht schaden. Stehen da kaputt? Den da kaputt. Danke. Und der Rest kann sich auf den Dicken konzentrieren. Au. Sehr schön. So muss das sein. Weg mit dir. Monstrous size has no intrinsic merit. Unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Wir sind noch nicht durch hier. Ritterliche Aura, sehr schön. Haben wir hier noch irgendwo einen Geheimraum? Leider nicht. Naja, zwei Kämpfe noch. Die schon wieder. Weg mit dir. Obliterated. Und weg mit dir. Eradicated. Dass sie sich zu zweit trauen, sich mir in den Weg zu stellen. Ist schon phänomenal. Und die letzte Fackel hebe ich mir für den Raum auf. Ach ja, ich habe ja noch ein bisschen Essen. Gut. Dann gehen wir da mal mit einer sehr guten Gesundheit rein. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Rein da. Ach, schon wieder die drei von der Tankstelle. Ja, ihr habt endlich gelernt auszuweichen. Sehr schön. Genau, machen wir erstmal Schaden auf dich. Weil du bist so gesehen der gefährlichste von allen. Bei unnötigen Stress können wir uns ja gerne sparen. Klar, wenn die uns kritisch treffen, bekommen wir auch eine Menge Stress. Das macht ja nichts. Au. Einmal zwieteilen. Danke. Und der ist vor uns dran. Wie hätte es auch anders sein sollen. Weißt du was? Meine Nahkämpfer konzentrieren sich auf den Dicken. Während meine Fernkämpfer sich auf den hier konzentrieren. Das sollte reichen. Genau. Zack ihn. A singular strike. Ein HP, ernsthaft. Und dann haut er auch noch kritisch zu. Naja, weg damit. A victory. Perhaps a turning point. Gut. Die Kiste möchte ich mir noch angucken. Vielleicht sollte ich vorher das Licht löschen. SDG-Umschalt-Klick.
Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Nun gut. Geil. Ein Glück, dass ich meine Schlüssel nicht weggeschmissen habe. A fortune. Eins, zwei, drei und vier. Oh ja, reiche Beute. Na dann, ab nach Hause. Geil. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Da brauche ich mir wirklich keine Gedanken drüber machen, wie ich meine Level 5 Leute upgrade. Wenn ich hier schon 32.550 Gold mit nach Hause bringe. Sehr schön. Und alle Level 5. Bis auf einen natürlich. Zurück zum Dorf. I see something long absent in the sunken faces of passersby. A glimmer of hope. Ja, Alevi, mit dir wird es wohl leider nichts mehr. Es sei denn, du kannst irgendwo einfach mal so mitlaufen, bei einer sehr kurzen Quest. Ob das empfehlenswert ist, ich weiß ja nicht. Nun gut, dann können wir ja demnächst die Level 5 Bosse angehen. Kutsche? Leider nichts Interessantes dabei. Die Barbarin wäre cool, aber die auf Level 5 hoch zu pushen wäre jetzt ein bisschen heftig. Naja, meine Freunde, wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!